Also, E-Mail ist ja nach wie vor die beliebteste Anwendung im Netz. Jetzt kann man E-Mails auch mit einer mechanischen Schreibmaschine verschicken. Zwei Studenten aus Mailand haben eine alte Olivetti-Schreibmaschine so umgebaut, dass man damit Mails schreiben und verschicken kann, und zwar ohne wissen zu müssen, wie man mit einem Computer umgeht. Es ist eine internationale Idee, die Schreibmaschine ist italienisch. Die technischen Tricks sind von Matthias Dahlström, einem jungen Schweden. Die Idee zu dem Projekt ist von Aparna Rao, sie stammt aus Indien. Sie hat gesehen, wie ihre Mutter sich längere Zeit fruchtlos bemüht hat, sich der vernetzten Welt anzunähern. Die Mutter hat sich zunehmend aus dem sozialen Austausch ihrer Kinder ausgeschlossen gefühlt, die sich inzwischen alle E-Mails schreiben. In Indien sind mechanische Schreibmaschinen immer noch weit verbreitet, zum Beispiel auf den kleinen fliegenden Büros vor Ämtern, wo sich Leute mit dem ganzen Papierkram helfen lassen können. Rao und Dahlström haben die Schreibmaschine mit ein bisschen Elektronik so umgerüstet, dass man damit wie gewohnt auf einem Blatt Papier tippen kann. Die Elektronik kann die getippte Anschrift und den Brieftext erkennen. Sobald das fertig beschriebene Blatt aus der Maschine gezogen wird, wird das Ganze automatisch in eine E-Mail verwandelt und an den Adressaten geschickt. Es ist so, dass die Flut an E-Mails inzwischen zu einem gigantischen Strom angeschwollen ist. Und Leuten, die fortwährend checken, ob neue E-Mails angekommen sind, kann man die Symptome der E-Mail-Sucht erkennen. Wenn sie nicht alle paar Minuten angemailt werden, befällt mailkranke Menschen das Gefühl, dass keiner sie mehr mag. An einigen Stellen versucht man das jetzt etwas einzudämmen. Bei dem Chiphersteller Intel hat man versuchsweise einen E-Mail-freien Freitag eingeführt. In Liverpool dürfen die Beamten der Stadtverwaltung ebenfalls an einem Tag in der Woche keine E-Mails mehr verschicken. Sie sollen stattdessen wieder miteinander telefonieren oder sich treffen. Liverpool ist bekanntlich die Stadt, in der die Karriere der Beatles ihren Anfang genommen hat. Einer ihrer großen Hits könnte als Motto für diese Initiative stehen: Come Together.